Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Lesung in dem wundervollen Buch Das Doppelgesicht des Papsttums von dem Briten, na ich glaube es ist ein Schotte, James Edgar Wiley, in den 1850er Jahren geschrieben und sehr zeitnah, nämlich 1853 bereits ins Deutsche übersetzt. Eine Literatur, die man heutzutage sehr, sehr wenig findet, die mehr oder weniger vergessen ist, weil es ist eine protestantische Literatur, das heißt mit anderen Worten, sie ist geschrieben von jemandem, der nicht an die zukünftige Lüge eines Antichristen glaubt. Sie ist geschrieben von jemandem, der Kirchengeschichte studiert hat, der wunderbare Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel drei Bände, die Geschichte des Protestantismus, James Edgar Wiley, Rome and Civil Liberty, also Rom und das bürgerliche Recht oder das Zivilrecht, wie auch immer man das nennen will. Ein wunderbarer Schriftsteller, der uns beinahe das ganze 19. Jahrhundert durch begleitet hat, weil er ist, glaube ich, etwas über 80 Jahre alt geworden, fast 90, wenn ich mich richtig erinnere. Ich komme oftmals mit den Geburtsdaten durcheinander. Ich glaube, Chiniqui ist 90 geworden und James Edgar Wiley rund 80 Jahre. Jedenfalls hat er unglaublich viele Werke gebracht, um damals in dem aufkommenden Umsturz England noch einmal auf seine protestantischen Wurzeln hinzuweisen. Weil der Protestantismus ist im Grunde mehr oder weniger in England entsprungen, wenn wir an solche Leute denken, wie zum Beispiel Wycliffe, die ja bereits im 14. Jahrhundert sehr protestantische Gedanken hatten. Da waren in Deutschland noch nicht so viele Vertreter davon da. Und dieser James Edgar Wiley hat also wunderbare Bücher geschrieben und das Doppelgesicht des Papsttums ist eins, wo wir heute also in der 30. Lesung weitermachen. In dem Titel, besser gesagt in dem Kapitel, das heißt die Erbsünde, das wir letztes Mal angefangen haben, da werden wir gleich drin weiterlesen. Aber bevor es weitergeht, habe ich wieder ein Musikstück von Bruder Alexander, das ich gerne mit euch teilen möchte. Und deswegen spielen wir das eben erstmal ab. Und dann werden wir uns dann danach der 30. Lesung zuwenden. Kurz zur Erklärung, ihr habt das Video ja leider eben nicht mit hören können, da ich euch das nicht geschickt habe. Das habe ich vergessen, dafür meine Entschuldigung, dass ihr jetzt 2 Minuten ohne Ton gesessen habt, aber ich habe es ja gehört und ihr habt ja auch diesen Text hier gesehen. Und wie ihr euch erinnert, haben wir in der 29. Lesung gerade eben einige Punkte angeholt, wo wir gemerkt haben, dass die römisch-katholische Kirche sich widersprochen hat und auch eben den freien Willen lehrt.
Ich habe dieses Lied heute Mittag gewählt, da bin ich noch gar nicht das 9. Kapitel rein, da wusste ich gar nicht, dass es um den freien Willen geht, aber wenn wir uns das hier eben in Sacharja 4, 6, was da geschrieben steht, durchlesen, dann sehen wir auch, dass hier ganz deutlich der Herr sagt, dass es keinen freien Willen gibt. Er sagt nämlich nicht durch Macht und auch nicht durch Kraft, also auch nicht, als durch, nicht durch eure Kraft, durch eure eigene Kraft, sondern durch meinen Geist wird er die Dinge machen. Es ist sein Geist, der leitet, sein Geist, der führt, sein Geist, der Dinge macht und nicht ein eigener Wille oder freier Wille von uns. Ja? Kein freier Wille von uns. Ganz wichtiger Punkt. Das wird hier auch noch angeführt, das wusste ich gar nicht, aber so arbeitet eben der Heilige Geist, dass man ein Lied auswählt, das dann auch noch in Bezug auf die Lesung heute Abend einen wunderbaren Bezug hat. So, und jetzt gehen wir in unserer Lesung weiter. In der 30. Lesung, wie gesagt, hier beim 9. Punkt, den müssen wir uns anschauen, wo es halt geht um die Erbsünde. Wir hatten hier bereits einige Punkte angeführt und wie gesagt, hier seht ihr den freien Willen angestrichen, da hatten wir bereits drüber gesprochen. Und die römisch-katholische Kirche fährt hier fort und sagt, zur Erfüllung schwieriger Pflichten und zum Bestehen gefährlicher Versuchungen bedarf der gefallene Mensch ebenso der heilsamen Gnade, wie ein solcher Beistand dem Ungefallenen nötig gewesen sein würde, hätte Gott ihm nicht die Fähigkeit, in Gerechtigkeit zu wandeln und das Geschenk seines übernatürlichen Zustandes verliehen. In diesen Sätzen, oder mit anderen Worten, in diesen 9 römisch-katholischen Lehrsätzen, haben wir ohne Zweifel die erste und Hauptquelle der papistischen Irrtümer. Tja, der Autor widerlegt jetzt nicht jeden einzelnen Punkt hier, diese 9 Punkte, die wir gerade aufgezählt hatten, sondern macht deutlich, dass die römisch-katholische eine 180 Grad der biblischen protestantischen Lehre entgegengesetzte ist und von daher erübrigt sich das kleinliche Widerlegen jedes einzelnen dieser bereits vorgelesenen in total 9 Punkte, sondern wird die katholische Lehre insgesamt in der jetzt kommenden Erklärung als fälschlich aufgedeckt. Die folgende Erklärung auf den nächsten Seiten ist ausreichend, dies einzusehen. Und da fahren wir jetzt nochmal kurz in eine Fußnote rein. Und da sagt der Bearbeiter, also der Übersetzer dieses Buches, es muss so sein. Ist die Verderbtheit der menschlichen Natur die Quelle des Papsttums, so muss die falsche Lehre von der Verderbtheit die Quelle aller römischen Irrtümer sein. Von hier rieseln die bitteren Waffen weiter, um aus jeder Gegend, durch welche sie strömen, ihren Zufluss zu erhalten, bis sie endlich Wasser, Entschuldigung, was habe ich denn gelesen? Von hier rieseln die bitteren Wasser weiter, um aus jeder Gegend, durch welche sie strömen, ihren Zufluss zu erhalten, bis sie endlich, wie der Fluss, von den der Prophet im Gesicht schaut, also in seiner Vision geschaut, aus einem schmalen und seichten Bächlein, das man mit einem Fuß überschreiten kann, zu einem Gewässer zu werden, darin man schwimmen, zu einem Flusse, den man nicht durchwaten kann werden. Wie nahe beieinander die ersten Quellen der Wahrheit und des Irrtums. Die 2 Quellen auf dem Gipfel einer Alpenkette, einige Fuß voneinander entfernt, aber auf den entgegengesetzten Abhängen, also strömen, dass die Wasser der einen die eisigen Küsten des Nordens suchen, während die anderen zu den duftigen und würzigen Ufern des Südens eilen, so ist auch zwischen der päpstlichen und evangelischen Lehre vom Falle kein großer, beim ersten Anblick in die Augen fallender Unterschied. Dicht beieinander liegen die Quellen beider Systeme, aber zwischen ihnen läuft die Linie, welche den Irrtum von der Wahrheit trennt. Von Anfang an nehmen sie entgegengesetzte Richtung. Und was anfangs kaum bemerkbar, wird im weiteren Verlauf deutlich und mit Händen zu greifen. Im römischen Papsttum liegt die eine, im apostolischen Christentum die andere Quelle. Und das heißt, dass das römische Papsttum nicht aus dem apostolischen Christentum hervorkommt. Nach römischer Lehre gibt es, wie bereits erläutert, 3 Zustände, in der die Menschheit existiert oder existieren kann. Der Zustand des gefallenen Menschen, der unsrige,
der Zustand in puris naturalibus und der übernatürliche. Also der Ist-Zustand, der natürliche Zustand und der übernatürliche Zustand. Durch den Fall ist der Mensch von dem Dritten, dem Übernatürlichen oder Höchsten, zu dem Ersten, dem Gefallenen oder Niedrigsten herabgesunken. Demnach ist der jetzige, der gefallene Zustand in seinem Wesen der der zweiten Stufe in puris naturalibus, nur mit dem Unterschiede, dass der Mensch einst in einem höheren sich befand, aus dem er aber herabgefallen ist oder herausgefallen ist. Seine Natur hat nur die Vorzüge der höheren Stufe verloren. Und dass er sie verloren, das ist seine Schuld. Aber eine wesentliche Verletzung, Störung oder Verderbnis hat sie durch den Fall nicht erfahren. Unbeschädigt ist der Mensch aus der Katastrophe von Eden hervorgegangen. Er hat aber nun, um in Cajetans Bild zu bleiben, nach Wegwerfung seiner geschenkten Kleidung das Bewusstsein eines Mangels, welchen er ursprünglich nicht fühlte, und hat sehr töricht oder, wenn man will, sehr sündlich gehandelt, seine Kleider wegzuwerfen. Hier mal eine kleine Bemerkung von mir, seine Kleider wegzuwerfen. Erinnern wir uns an solche Stellen wie zum Beispiel der Steinigung des Stephanus im Buch der Apostelgeschichte. Da haben die Leute ihre Kleider sich vom Leib gerissen und haben sie hingeschmissen. Und Saulus hat sie dann damals mitgenommen. Auch in der Verhandlung mit Jesus Christus, bevor die Verhandlung war mit Pontius Pilatus, haben seine Ankläger auch teilweise, da der oberste Priester oder so, auch sich die Kleider vom Leib gerissen. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, an welcher Stelle das steht. Aber es gibt so verschiedene Stellen in der Bibel, wo die Leute ihre Kleider auseinanderbinden. Im Englischen heißt es, they rent their clothes. Ja? Also sie reißen ihre Kleider ab. Und das muss man, oder kann man, das zumindest verstehe ich das eben jetzt gerade so, wo ich das hier lese, eben auch dann ins Geistliche übersetzen, dass man eben auch diesen Schutz abwirft, den wir im Grunde von Gott bekommen haben. Das ist nochmal eine weitere Bestätigung dessen, dass wir eben gefallen sind und dass wir die Herrlichkeit, mit der Gott uns gekleidet hat, dass wir die in der Form der Kleider jetzt nochmal wegwerfen. Ja, wir wissen ja, als Adam und Eva von der Frucht gegessen hatten und als in die Sünde gefallen sind, haben sie erkannt, dass sie nackt waren, dass sie ihren Schutz verloren haben, dass sie ihre Herrlichkeit verloren haben, mit der Gott sie gekleidet hatte. Und sie haben sich aus Olivenbäumen oder aus Feigenblättern haben sie sich einen Lindenschutz gemacht. Gott hat ihnen dann später Tierfelle gegeben. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, sonst schaffen wir in dieser Lesung gar nichts mehr. Aber ich finde, dass, wenn hier der Autor spricht davon, dass der Mensch hier seine Kleider wegwirft, ja, dass das im Grunde symbolisch genau dasselbe ist wie der Sündenfall, wo der Mensch seine Herrlichkeit, die ihm von Gott verliehen war, weggeworfen hat. Dass er das hier nochmal, diesen geistigen Verlust der Herrlichkeit, noch einmal wiederholt, durch seine Kleider sich vom Leib zu reißen und wegzuwerfen. Genau wie die Steiniger von Stephanus das in Apostelgeschichte, ich meine Kapitel 7, auch getan haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Kapitel 7, die Steinigung des Stephanus. Schaut euch das mal an. Und dann seht mal den Zusammenhang, ob ich jetzt hier mit Recht habe, dass man das eben geistig auch so sehen kann. So verstehe ich das zumindest. Lies mal nochmal den ganzen Satz. Er hat aber nun, um in Cajetans Bild zu bleiben, nach Wegwerfung seiner geschenkten Kleidung, das Bewusstsein seiner geschenkten Kleidung, also was ist denn die geschenkte Kleidung? Das ist die Gnade Gottes, womit er uns gerecht macht. Er gibt uns seine Gnade, er gibt uns eine neue Kleidung, nachdem wir die eigene Herrlichkeit weggeworfen haben. Ja? Nach Wegwerfung seiner geschenkten Kleidung das Bewusstsein des Mangels, welchen er ursprünglich nicht fühlte und hat sehr töricht oder, wenn man will, sehr sündlich gehandelt, seine Kleider wegzuwerfen. Dennoch ist der Verlust derselben keine Schädigung seiner Person. Der Verlust der Kleider schadet an sich dem Körper nicht. Gleicherweise hat der Sündenfall an sich, der Verlust der Übernatürlichen imstande,
der Unschuld genossenen Gaben unsere geistige und weltliche Natur ebenso vollkommen und gesund wie früher gelassen. Wir könnten in einem höheren Zustande uns befinden. Dass dies aber nicht der Fall ist, sondern wir durch eigene Schuld in denjenigen Zustand herabgesunken sind, in welchen hinein Gott uns zu Anfang erschaffen hatte, das eben ist nach übereinstimmender römischer Lehre unsere Sünde. Die Fähigkeit, Gott zu lieben, seinem Willen zu gehorchen und dem Bösen zu widerstehen, wie wir in puris naturalibus hatten, besitzen wir auch in unserem gefallenen Zustande. Wir bedürfen den Gnadenbeistand Gottes in denselben schwierigen Fällen wie früher in puris naturalibus. So sind wir gefallen und doch auch nicht, sofern wir uns in demselben Zustande befinden, in welchem wir aus der Schöpfers Hand hervorgegangen. Demnach ist die römische Lehre vom Falle wesentlich nur Verleugnung des Falles. Widersprüche und Ungereimtheiten zu glauben, mutet uns diese Ja- und Nein-Theologie zu. Wenn die Romanisten behaupten, Gott habe den Menschen in einer schlechten, einfachen Natur, natura pura, geschaffen, so wollen wir es dahingestellt sein lassen, ob irgendeiner unter ihnen sich schon etwas Vernünftiges dabei gedacht habe, vielmehr selbst suchen, den Sinn dieser Behauptung zu ergründen. Ein Zustand wirklicher Verderbnis kann diese Natur nicht sein, denn einen solchen leugnen sie ja überhaupt. Es kann auch nicht ein Zustand positiver Gnade sein, denn zu diesem war ja der Mensch von Gott auf übernatürliche Weise erhoben worden. In einer Fußnote lesen wir hier, der Mensch konnte, so behauptet Bailly, der Mensch konnte trotz seiner Unschuld mannigfachem Elende ausgesetzt sein. Und er beruft sich auf das Beispiel Christi und der Jungfrau Maria, welche ohne Sünde waren und doch Leiden zu erdulden hatten. Dass Christi Leiden ein stellvertretendes war, wird dabei ganz vergessen, und nach dem Beweise der Maria Sündlosigkeit fragt man vergeblich. Ich verweise hier auf unsere Lesung Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. Es kann also nur ein Zustand der Indifferenz gemeint sein, in welchem der Mensch durch das Gute oder Böse auf ganz gleiche Weise angezogen oder abgestoßen wird. Wir wollen nicht fragen, ob es ein gotteswürdiges Unternehmen gewesen, den Menschen so zu schaffen, dass er ebenso leicht Gott als dem Satan anheimfallen konnte. Aber wir fragen, ob es überhaupt möglich war. Nach dieser Theorie sind alle Fähigkeiten des Menschen in bestem Stande, aber doch völlig unnütz. Er kann nicht handeln, er kann nicht wählen, denn jede Handlung, jede Wahl, jede Entscheidung für das Gute oder Böse wäre ein Neigen nach der einen oder anderen Seite, mithin eine Aufhebung des indifferenten Zustandes. Wendet man ein, dass er nur so lange indifferent bleibe, als kein Objekt der Entscheidung ihm begegne, so entsteht die Frage, woher man denn wisse, dass er vorher indifferent gewesen, da doch die Schrift nichts darüber sagt. Was ist denn das menschliche Dasein anders als eine Reihe einzelner Tätigkeiten des Willens? Und wenn man also sagt, der Mensch sei indifferent, ehe er anfange zu wollen, so heißt das ebenso viel als behaupten, der Mensch sei im Zustande der Indifferenz, ehe er ein Mensch sei. Wiederum also wird uns zugemutet, einen Widerspruch an sich zu glauben. Die Lehre von der Indifferenz setzt einen Menschen voraus, dessen Gewissen sowohl fähig ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, als auch unfähig, eine solche Entscheidung zu treffen, einen Menschen mit Willensfähigkeit und doch unfähig zu wollen, mit Liebe begabt und doch auch unfähig zu lieben oder zu hassen. Der Unsinn liegt demnach auf der Hand. Und solange es den Romanisten nicht gelingt, dem Menschen das Bewusstsein aus der Brust zu reißen, ist es nichts mit dem vergeblichen indifferenten Zustande. Er ist eine Unmöglichkeit, solange die Dinge sind, was sie sind. Wir wiederholen, dass die römische Lehre vom Falle
eine Verwerfung der Schriftlehre über diesen Gegenstand in sich schließt, ein Umstand, der auf die ganze Theologie dieser Kirche den nachteiligsten Einfluss übt und namentlich die Lehre vom Werke des Sohnes und dem des Heiligen Geistes verunstaltet. Erstlich muss behauptet werden, dass, wenn der Mensch nicht gefallen ist im Sinne der Schrift, er auch nicht im Sinne der Schrift hat erlöst werden können. Unsere Erlösung ist nach innerer Notwendigkeit das Gegenstück unseres Falles. Eine Abschwächung der Bedeutung des Falles benachteiligt auch den Wert der Erlösung. Nach römischer Lehre ist unsere Natur durch den Fall unbeschädigt geblieben. Wir sind imstande, alles das zu tun, was wir im Purus Naturalibus tun konnten, können uns daher auch, wenn wir uns nur ernstlich daran machen, fast ganz, wenn nicht wirklich ganz, selber erlösen. Daher kommt die römisch-katholische Lehre der Erlösung durch Werke und bedürfen nur in den schwierigsten Fällen der göttlichen Gnade. Also nur da, wo unsere eigene Arbeit unzureichend ist, da greifen wir zurück auf die Gnade Gottes. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Die Erlösung ist offenbar hiernach nicht das Riesenwerk, von welchem der Protestant anbetend in den Staub sinkt, nicht das einheitliche Werk einer vollkommenen Befreiung der verlorenen, dem wohlverdienten ewigen Zorne Gottes anheimgefallenen armen Sünderseelen aus hoffnungsloser Gefangenschaft und unheilbarer Krankheit, wie die Schrift lehrt, sondern das Werk Christi beansprucht nur einen ergänzenden Charakter. Es ist dieses Werk nach Roms Lehre keine Entfaltung unendlicher und ewiger Liebesallmacht mehr, sondern es schrumpft zusammen zu einer gewöhnlichen Bezeugung des Mitleids und Gnadenwillens, die man ohne großen Nachteil, vielleicht sogar mit Nutzen entbehren könnte, insofern das Bewusstsein, an dem Werk Jesu einen Rückhalt zu haben, die eigene Anstrengung des Menschen hindert. Bevor wir jetzt in den nächsten Satz reingehen, mal kurz eine Frage an euch, die ihr dieses Video im Augenblick schaut. Wird euch nicht auch deutlich in dem, was wir gerade eben gelesen haben, dass Jesus Christus hier von seiner Rolle als König der Könige und Herr der Herren von der römisch-katholischen Kirche einfach nur klein gemacht wird, dass die römische katholische Kirche hier ganz deutlich Jesus klein hält, anstatt seine Größe anzuerkennen, seine Arbeit sogar negiert, ja, also mit anderen Worten verneint. Wir brauchen ihn nur anfüllen, den Rest, den machen wir schon selber. Das ist eine Verneinung des Christus. Das ist eine Verneinung des Werkes Christus. Und darüber steht in der Bibel geschrieben, dass wer den Christus verneint, den Geist des Antichristen hat. Also ist das, was wir gerade eben gelesen haben, wieder ein weiterer Punkt, ein weiteres Beispiel dafür, wie man die römisch-katholische Kirche anhand ihrer Lehren, ihres Verständnisses als antichristliche Kirche entblößen kann, exponieren, exposieren kann, bloßstellen kann, bloßstellen muss. Sie nimmt von Jesus Christus Arbeit am Kreuz, von seinem Opfer, weg und sagt, dass man das vielleicht sogar mit größerem Nutzen entbehren könnte, insofern das Bewusstsein an dem Werk Jesu einen Rückhalt zu haben, die eigene Anstrengung des Menschen verhindert. Also mit anderen Worten, unsere eigene Anstrengung sorgt für den größten Teil unserer Erlösung und da, wo wir ein bisschen zu kurz kommen, da wenden wir uns an Jesus Christus und sagen, hilf uns mal hier und hilf uns mal da. Und damit ist Erlösung eben durch Werke und Gnade. Und die Bibel hat da einen ganz anderen Standpunkt zu, wie einleitend ja gelesen. 180 Grad umgekehrt ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche gegenüber der Bibel. Die Bibel sagt, durch Gnade seid ihr errettet und das nicht durch euch selbst, auf das niemand sich rühme.
den letzten Absatz nochmal, den letzten Satz hier nochmal. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir uns den wirklich gut einprägen. Es ist dieses Werk nach Roms Lehre keine Entfaltung unendlicher und ewiger Liebesvollmacht mehr, sondern er schrumpft zusammen zu einer gewöhnlichen Bezeugung des Mitleids und Gnadenwillens, die man ohne großen Nachteil, vielleicht sogar mit Nutzen entbehren könnte, insofern das Bewusstsein an dem Werk Jesu einen Rückhalt zu haben, die eigene Anstrengung des Menschen hindert. Hier ist nun auch der Punkt, fährt der Autor fort, von dem aus es leicht wird zu durchschauen, wie die Römer die Maria zur Helferin ihres Sohnes in Vollbringung des Erlösungswerks machen und von ihren Marias Schmerzen als der besseren Hälfte des Werkes sprechen, wie sie den Werken ihrer Heiligen so ohne weiteres einen genugtuenden Wert beilegen können und wie sie den Tod des Herrn so ganz szenisch aufzufassen imstande sind. Ja, hier fasst der Autor nochmal das zusammen, was ich gerade eben schon mit meinem Kommentar gesagt habe. Jesus Christus wird verkleint und der Rest wird vergrößert. Hier liegt ferner der letzte Grund, der das Verdienst Christi, des einigen Mittlers, des einzigen Mittlers beeinträchtigen Heiligenverehrung. Es fehlt ja ein wesentlicher Grund, weshalb sterbliche Geschöpfe nicht an der Vollbringung des Erlösungswerkes auch einen sehr tätigen Anteil nehmen könnten. Ist der gegenwärtige Zustand der menschlichen Natur eigentlich der ursprüngliche, so erscheint die Tat ihrer Erlösung nicht mehr so überaus schwierig und anbetungswürdig. Also mit anderen Worten, wir brauchen keinen Christus, wir sind selber Christus. Wir erheben uns selber zum Christus. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist der Geist des Antichristen. Zweitens, fährt der Autor fort, ist ersichtlich, dass, wenn der Mensch nicht im Sinne der Schrift gefallen ist, er auch einer Wiedergeburt in ihrem Sinne nicht bedarf. Unsere Wiedergeburt ist ebenmäßig das notwendige Gegenstück unseres Falls oder zu unserem Fall. Haben wir nach römischer Lehre keine durchgreifende Zerrüttung oder Verderbnis durch den Fall erfahren, sind wir nur der von Gott verliehenen außerordentlichen Gnadengaben beraubt worden, so brauchen wir auch, um die frühere vorteilhafte Stellung einzunehmen, nur die Wiedererstattung dieser verlorenen Vorzüge, aber keine Wiedergeburt im evangelischen, keine Wiedergeburt im biblischen Sinne, wo Jesus Christus doch ganz deutlich gesagt hat, außer jemand ist wiedergeboren im Geiste und im Wasser, er wird das Königreich des Himmels nicht sehen, lehrt die römisch-katholische Kirche eben anders. Diese ist so durchgreifend, dass die Schrift nur eine genügende Bezeichnung dafür hat. Eine neue Schöpfung. Sie erscheint jedem notwendig, der mit dem Evangelium nicht bloß eine Entblößung der menschlichen Natur, sondern ihre Vergiftung, ihre Verwundung bis auf den Tod glaubt. Da ist keine Hilfe als ein vollkommenes Anderswerden, eine gänzliche Umwandlung des ganzen Menschen. Eine solche Forderung ist aber Unsinn für den, der die wesentlich gesunde Beschaffenheit der menschlichen Natur annimmt. Von diesem Punkte aus werden wir nun auch imstande sein, die römische Lehre von der Wirksamkeit des Taufsakraments zu würdigen. Wir legen mit den Romanisten der Taufe eine wiedergebärende Kraft bei, behaupten aber, dass sie selbst konsequenterweise von der Taufe als einem Bade der Wiedergeburt nicht sprechen können, sofern sie die Notwendigkeit einer Neuschöpfung des Menschen leugnen und nur die einer neuen Bekleidung, das ist Wiedererteilung jener verlorenen außerordentlichen Gnadengeschenke, annehmen. Diese Wiedererteilung soll nun durch die Wassersprengung, also das ist die Wasserbesprenkelung, ne, dass man halt Wasser so auf den Kopf gesprenkelt bekommt, das ist ja die unbiblische katholische Taufe gegenüber dem vollen Untertauchen im Wasser
so wie es in der Bibel beschrieben steht, Taufe. Diese Wiedererteilung soll nun durch die Wassersprengung des Priesters, welche den Menschen in seinen Zustand vor dem Sündenfall zurückversetzt, bewirkt werden. Ja, für jemanden, der sich nicht tagtäglich mit solchen Themen beschäftigt, das tue ich auch nicht mit der Taufe alleine, aber mit anderen Dingen, ist das manchmal ein wenig schwierig zu verstehen. Schaut, in der römisch-katholischen Kirche werden die Kinder normalerweise innerhalb des ersten Monats, normalerweise selbst innerhalb der ersten 8 Tage nach der Geburt oder so, getauft. Und wenn diese Taufe stattfindet, diese Taufe ist im Grunde ein Exorzismus. Ja, das Kind ist mit der Erbsünde geboren, das lehrt die römisch-katholische Kirche, und durch die Besprengung mit Wasser durch den Priester werden die Teufel, die Dämonen aus dem Kind ausgetrieben und das Kind wird in die Arme der Mutterkirche aufgenommen und wird da sündenfrei dann weiterleben können. Das ist im Grunde das Dogma der Kindertaufe der römisch-katholischen Kirche. Das ist ein Exorzismus, wenn man sich da ein wenig tiefer mit beschäftigt. Das rate ich jedem an, der meine Worte hier jetzt nicht gut versteht. Beschäftigt euch mal ein wenig mehr mit verschiedenen Schriften, Veröffentlichungen über die römisch-katholische oder über das römisch-katholische Glaubensdogma der Kindertaufe, damit es ist ein Exorzismus, der damit stattfindet. Ja? Dem Kind wird auch das Zeichen des Satan auf dem Kopf gemacht durch das Kreuzzeichen, das der Priester darauf macht. Und das macht er genauso wie bei einem Exorzismus. Ja? Es ist also tatsächlich eine Austreibung der Teufel. Und deswegen sagt die römisch-katholische Kirche, muss man eben getauft sein. Und dann ist man in der römisch-katholischen Kirche. Und wenn man in der römisch-katholischen Kirche ist, dann gibt es da keinen Entrinnen mehr von. Wir haben an einer anderen Stelle in diesem Buch auch gelesen, ich glaube, das war im vorigen Kapitel irgendwo, dass da ja drin stand, dass auch wenn man ein Protestant ist, wenn man aber vorher von der römisch-katholischen Kirche getauft war, dann ist man immer noch Mitglied der römisch-katholischen Kirche, auch wenn man jetzt bewusst dagegen protestiert. Das hilft nicht. Taufe ist Taufe. Du bist da drin gefangen und bist damit Subjekt des römischen Pontiff und musst immer wieder zurückgebracht werden zu der Kirche. Deswegen ihre Lehre, dass alle zurück in sie kommen müssen. Und genau deswegen die Lehre von Gott in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr eben nicht teilhabt an ihren Sünden. Ich finde, das mit der Kindertaufe ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sollte man sich, wenn man da nicht so viel Verständnis von hat, ruhig mal ein wenig selber mit beschäftigen. Vielleicht gebe ich dann hier mit dieser Lesung einen Denkanreiz dazu, dass ihr das sehr gut versteht, dass die Kindertaufe in der römisch-katholischen Kirche ein Exorzismus ist und mit der Wasserbesprengung etwas erreicht werden soll, was nie erreicht werden kann, weil die Besprengung mit ein paar Wassertropfen, das dann auch noch sogenanntes, zwischen Anführungszeichen, heiliges Wasser ist, ja, überhaupt nicht die Wirkung hat, wie eine wahre Wiedergeburt, eine wahre Taufe eines Protestanten, der vor allen Dingen oder überhaupt eines bibelgläubigen Menschen, eines gottesgläubigen Menschen, lass es uns mal so sagen, der ein Glaubensbekenntnis ablegen kann, das kann ein Kind ja noch gar nicht. Dafür stehen dann ja die Paten da. Ne? Auch wieder so ein Punkt, den die römisch-katholische Kirche dafür erfunden hat, dass jemand anders gerade steht für den Glauben des Kindes, wobei man gar nicht weiß, welchen Glauben das Kind dann später irgendwie annimmt. Also, wie gesagt, das ist ein sehr tiefes, sehr interessantes Thema mit der Taufe. Ich bin da auch in der Lesung von Luther 2017 damals auch ein wenig drauf eingegangen, dann könnt ihr euch das gerne in der Spielliste mal anschauen. Aber das rate ich jedem an, da auch mal seine eigenen Studien zuzumachen. Der Autor geht jetzt hier auch nicht da besonders tief drauf ein, aber die Erwähnung des Satzes, den wir gerade hier gelesen haben, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man dann eben mal versteht, was tatsächlich das Dogma der römisch-katholischen Kirche hiermit ist. Diese Wiederverteilung soll nun durch die Wasserbesprengung des Priesters, welche den Menschen in seinen Zustand vor den Sündenfall zurückversetzt, bewirkt werden. Also durch die Taufe werden mir die Teufel der Erbsünde ausgetrieben und ich werde in den Zustand von vor dem Sündenfall versetzt. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche mit ihrer Taufe. Die Erbsünde wird hinweggenommen, die verlorene heiligende Gnade wird wieder geschenkt und der getaufte Mensch beginnt nun
ein mit denselben Vorzügen, welche Adam vor dem Fall hatte, ausgestattetes Leben in unbefleckter und vollkommener Unschuld. Nicht eines neuen Lebenskeim wird dem Täufling eingepflanzt, sondern der Priester wiederholt das Werk des Schöpfers an dem Menschen in seinem indifferenten Zustande. So, und was wir jetzt gerade eben gelesen haben, ne, also die Schriftwidrigkeit dieser Lehre springt in die Augen, das ist ein Satz, den befassen wir uns gleich mit, das, was wir gerade hier in diesem Satz gerade eben gelesen haben, nicht eines neuen Lebens Keim wird dem Täufling eingepflanzt, sondern der Priester wiederholt das Werk des Schöpfers an dem Menschen in seinem indifferenten Zustande, hier mit der Taufe macht die römisch-katholische Kirche ihre eigene Schöpfung. Dann bin ich nicht mehr von Gott geschaffen, sondern die römisch-katholische Kirche hat mich gestohlen, hat mich meinem Herrn, der mich geschaffen hat, gestohlen. Ich komme hier in eine Schöpfung der römisch-katholischen Kirche rein. Der Priester wiederholt das Werk des Schöpfers, das heißt, der Priester schafft mich nochmal. Der Priester schafft mich nochmal, genauso wie der Priester mit der Transsubstantiation, mit der Hostie, mit der Eucharistie, den Jesus Christus da wieder einmal schafft. Der Priester wird zum Schöpfer. Hier wird eine andere Schöpfung gemacht und darum sind wir auch alle Subjekt des Papstes. So, jetzt können wir nochmal die ganze Diskussion machen über die Person. Ja, und diese ganze andere Schöpfungsgeschichte. Aber das ist das auf den Punkt gebracht. Durch diese Taufe werden wir eine Schöpfung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, die römisch-katholische Kirche der Priester nimmt ein Geschöpf von Gott und schafft es für die römisch-katholische Kirche nochmals. Und dann wirst du von der römisch-katholischen Kirche mit allen Papieren ausgestattet, um auch zu beweisen, dass du dazu gehörst. Das ist wunderbar gesagt in diesem Satz, wenn man es richtig versteht. Genau das ist, was James Edgen Wiley hiermit meint. Nicht eines neuen Lebens Keim wird dem Täufling eingepflanzt, sondern der Priester wiederholt das Werk des Schöpfers an dem Menschen in seinem indifferenten Zustande. Er schafft dich also neu. Ja. Die geschaffenen Wesen können ja nichts Neues schaffen. Das heißt, sie meinen, was Neues geschaffen zu haben. Sie schaffen sich eine Illusion. Ja, natürlich. Der Priester kann ja auch nicht Jesus Christus im Brot schaffen mit der Transsubstantiation. Das ist ja nur ein Dogma. Das ist ja der Punkt. Verstehe mich ja jetzt bitte richtig. Ich hoffe, die anderen verstehen mich auch richtig. Es geht ja nicht darum, dass der Priester hier wirklich eine neue Schöpfung macht. Aber er sagt es, dass er es macht. Es ist das Dogma der Kirche, dass das eine neue Schöpfung ist. Der Mensch kann nichts schaffen. Der Mensch ist vor allen Dingen hier auf dieser Erde Materie. Und Materie kann nichts schaffen. Schaffen kann nur der Geist. Und selbst nicht jeder Geist kann schaffen, weil Satan kann auch nichts schaffen. Der kann nur zerstören. Nur Gott kann schaffen. Gott ist der schaffende Geist. Andere schaffende Geister gibt es nicht. Gibt nur den einen. Also schaffen kann sonst keiner was. Aber der Priester, die römisch-katholische Kirche mit ihrem Dogma, macht hier genau das, was sie eben auch mit dem Dogma der Transsubstantiation macht. In dem Dogma der Transsubstantiation, wir müssen uns das nochmal vor Augen halten, um das nochmal zu verstehen. Der Priester sagt die Worte hoc est corpus enim meum. Und mit diesen Worten befiehlt er Jesus Christus vom Thron im Himmel in das Stück Brot. Und das Stück Brot wird durch die Transsubstantiation, die Wesensveränderung, der Leib, das Blut, die Göttlichkeit, die Menschlichkeit, Fleisch und Blut Jesu Christi. Und genau so ist es mit der Taufe in der römisch-katholischen Kirche. Dadurch wird man ein vollständiges Eigentum der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche schafft dich neu, erfindet dich neu und stattet dich damit den Papieren aus, um zu zeigen, dass du ihr Eigentum bist. War das jetzt deutlich? Natürlich kann der Priester nichts schaffen. Ein Mensch kann nichts schaffen. Also er schafft ein Scheinsystem. Er schafft ein Scheinsystem, ja. Er schafft ein System, an das man glauben muss. Das ist genau wie mit der Evolutionstheorie. Das ist eine Theorie. Da musst du dran glauben.
Ist nicht wahr? Wahr ist die Kreation, die Schöpfung. Stell die beiden nebeneinander und die Frage ist, an welches glaubst du? In dem einen bist du erlöst, in dem anderen bist du verloren. Ne? Es ist der Schein einer neuen Schöpfung, ja. Hier werden die Geschöpfe Gottes genommen, vor allen Dingen jetzt kleine, unschuldige Kinder, die getauft werden. Hier werden kleine, unschuldige Geschöpfe Gottes genommen, werden aus der Schöpfung Gottes herausgeholt und werden in die Schöpfung, in die künstliche Schöpfung der römisch-katholischen Kirche eingeführt. Das ist genau der Punkt. Muss man eben meine Tür hier zumachen, Entschuldigung. Ja. Natürlich schafft der Priester nicht wirklich was. Die römisch-katholische Kirche schafft überhaupt nichts. Satan schafft auch nichts, der zerstört nur. Aber in diesem Satz, denke ich, der hier jetzt leicht blau angestrichen ist, wird einem jeden, glaube ich, vom Verständnis her deutlich, dass das Dogma der römisch-katholischen Kirche ist, es kommt nicht ein neues Leben in den Täufling, der Täufling hat einmal Leben, aber der Priester wiederholt das Werk des Schöpfers und pflanzt ihn in eine Scheinwelt ein, nämlich die der römisch-katholischen Kirche. Ja, war ein guter Punkt von dir, dass wir da nochmal drauf eingegangen sind. Eine Scheinwelt, war ein sehr guter Punkt von dir, danke. Sind da noch andere Bemerkungen dazu oder Fragen zu dem, was ich gerade eben gesagt habe? Vielleicht ist auch nicht jeder einverstanden damit, was ich hier sage. Nein, ist sehr gut. Also sind ja auch die zwei Flüsse, wie am Anfang gesprochen worden sind, der Fluss des Irrtums und der Fluss des der apostolischen Wahrheit. Also, aber ich habe noch geschaut, schnell beim katholischen Wikipedia, was die über die Taufe schreiben. Ja. Das ist nur kurz, also wenn du es möchtest, ich habe es gelinkt, kannst du es vortragen. Aber es ist noch, finde ich, es bringt es auch nochmals auf den Punkt. Das ist auch nur einer von vielen Artikeln natürlich. Ne? Ja. Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen der unsichtbaren Gnade. Ja gut, aber da sie vom Menschen gegeben wird, ist es keine Gnade von Gott, sondern eine Gnade von dem Menschen, ne? Durch das Gott im Menschen wirkt, um ihn in Christus und in der Kirche mit sich zu vereinen. Ja, aber in der Kirche, der römisch-katholischen, ist man mit Christus nicht vereint, weil die Kirche ist antichristlich. Die Taufe ist das fundamentale Sakrament. Ja? Sie reißt den Menschen aus der Macht der Sünde und des Todes heraus und steht so quasi am Eingang der Kirche. Jetzt wollen wir diesen Satz noch mal so lesen, wie er da wirklich hätte stehen müssen. Sie reißt den Menschen von Gott hinweg und bringt ihn damit hinein in die römisch-katholische Kirche. Nicht, sie reißt den Menschen aus der Macht der Sünde und des Todes heraus. Nein, das nicht. Das passiert mit einer wahren Taufe, wenn ich als wiedergeborener Christ mich untertauchen lasse und wiedergeboren werde im Geist und im Wasser, wie Jesus Christus befohlen hat. Aber nicht mit der Taufe der römisch-katholischen Kirche. Die Taufe der römisch-katholischen Kirche reißt den Menschen aus der Macht Gottes heraus in den Eingang der Kirche. Ja. Weiter muss man das im Grunde gar nicht lesen. Die Taufe ist ein in Freiheit geschlossener Bund zwischen Mensch und Gott. Wie kann ich denn diesen Bund zwischen Mensch und Gott in Freiheit haben, machen, tun, wenn ich ein paar Tage altes Baby bin? Mhm. Ja? Werd ich gefragt? Die Taufe nimmt den Getauften hinein in die Gemeinschaft der Kirche. Richtig! Sie entreißt ihn der Schöpfung Gottes und tut ihn in die Scheinschöpfung der römischen katholischen Kirche. Der Täufling wird aus den Elementen der Schöpfung, Wasser und dem Geist Gottes neugeboren zum ewigen Leben. Ja, so ist es in der wahren Taufe. Hier wird er zu dem Geist der römisch-katholischen Kirche eingeführt. Ja. Gut, könnten wir noch weiter darüber diskutieren, aber da wollte ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Aber der letzte Satz ist nachher noch wichtig. Ui, warte, muss ich nochmal aufmachen. Welchen Satz denn? Ja. Welchen denn? Das, was jetzt kommt noch. Ach so, hier. Das Leben aus der Taufgnade kann täglich in der Eucharistie erneuert und bei Verlust der Gotteskindschaft durch die Sünde in der Buße sakramental wiederhergestellt werden, um die Seele zum Glück in der Zeit und zur Vollendung in der Ewigkeit zu bewahren.
Ja, gut. Unglaublich. Also wenn wir diesen Satz jetzt analysieren, dann vergehen, glaube ich, 5 Stunden, bis wir damit durch sind. Das ist aber eben genau der Punkt, den ich gerade eben auch machte. Und von daher ist es ja ganz gut, dass das hier steht. Ich hatte ja gesagt, dass das mit der Taufe dasselbe ist wie mit der Eucharistie, mit der Transsubstantiation. Die Wesensveränderung der Hostie in der oder der Hostie, des Stück Brotes in der Eucharistie, in der römisch-katholischen Messe, was ja eine Opferzeremonie ist, ist dasselbe wie hier mit der Taufe. Habe ich ja auch gesagt. Die römisch-katholische Kirche bestätigt genau das. Das Leben aus der Taufgnade kann täglich in der Eucharistie erneuert werden. Also mit anderen Worten, ich muss die eine Lüge akzeptieren, um in der nächsten Lüge wieder reinzufallen. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Nicht? Die eine Lüge deckt für die andere. Ne? Am Anfang steht da noch, also ziemlich am Anfang, dritter Satz oder so, dass bereits in der Taufe der Mensch errettet ist und ein ewiges Leben hat. Durch die Taufe. Denn durch den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi werden der Mensch in der Taufe mit dem neuen ewigen Leben als zweite Gottesbildlichkeit beschenkt. Ja, das meintest du hier, ne? Ja. Naja, mit der Taufe beginnt man ja auch ein neues Leben, das streite ich ja gar nicht ab. Aber nicht mit der Taufe der römisch-katholischen Kirche, sondern mit der Taufe, so wie sie Jesus Christus biblisch vorschreibt. So wie er biblisch im Fluss Jordan getauft wurde. Damit beginnt man ein neues, ewiges Leben. Ja, aber nicht mit der römisch-katholischen Kirche. Ich finde also gerade der letzte Satz hier, den Alexander gerade noch angeholt hat, der ist ja vollkommen richtig. Das Leben aus der Taufgnade kann täglich in der Eucharistie erneuert werden. Also, wenn ich dann sozusagen das ewige Leben gewinne, durch mich taufen zu lassen, wie es biblisch ist, dann muss ich das ja nicht täglich in der Eucharistie erneuern, oder? Ich muss eine Sünde begehen, um mit der nächsten, Sünde weiterzumachen. So ist das hier in der römisch-katholischen Kirche. Ich muss erstmal diese babylonische Taufe über mich ergehen lassen und muss dann tagtäglich in eine Opferung gehen, ja, in eine Opferzeremonie, das ist nämlich eine Messe, in der dann die Eucharistie, also das Brot verändert wird in Jesus Christus, und zwar in die Göttlichkeit, die Menschlichkeit, Leib und die Seele, Fleisch und Blut, von meinem Schöpfer erneuert wird und kann dann durch den Kannibalismus, durch ihn da aufzuessen, ich muss ja die Wesensveränderung hundertprozentig akzeptieren, dadurch kann ich dann auch nochmal mein eigenes Leben erneuern. Ne? Mei, das geht so tief. Ne? Die Bibel lehrt ja, man soll das Blut nicht essen, weil in dem Blut ist Leben. Und wenn ich das also, die Eucharistie hier, die Hostie in das Blut Jesu Christi verändere und ich esse das Blut, dann esse ich das Leben und so weiter und so weiter. Also das ist pure satanische Opferzeremonie, was da stattfindet. Und hier eben jetzt die Taufgnade dann zu sagen, die kann täglich in der Eucharistie erneuert werden. Man muss ja auch als römischer Katholik immer an der Eucharistie teilnehmen. Die römisch-katholische Kirche akzeptiert auch nur diejenigen in ihren Reihen, die vollständig an das Dogma der Transsubstantiation glauben und die also in voller Kommunion mit ihr sind. Das ist eben die Eucharistie nach der Transsubstantiation mit ihr teilen. Das nennt sie volle Kommunion. Ja? Das Leben aus der Taufgnade kann täglich in der Eucharistie erneuert und bei Verlust der Gotteskindschaft durch die Sünde in der Buße sakramental wiederhergestellt werden. Also mit anderen Worten, Taufgnade habe ich nur so lange, wie ich nicht sünde. Und obwohl mir die Taufe die Sünde wegnimmt, das ist ja auch das Dogma der römisch-katholischen Kirche, sünde ich trotzdem wieder und dafür brauche ich dann die Eucharistie, um mich davon dann wieder zu befreien. Also, ich habe da zwei Worte für. Ihr kennt die, ne? Hokus pokus. Ja, und der Laie darf ja nur die Hostie einmal am Tag, so viel ich weiß, einnehmen, nicht öfter. Das heißt, ja, wenn man morgens einnimmt und am Nachmittag sündigt und am Abend ist die Welt vorbei, was dann? Muss am nächsten Tag zurückkommen. Und dann wieder in die Messe gehen. Und in der Zwischenzeit, wenn man dann noch lebt. Und in der Zwischenzeit ist deine Seele natürlich verloren. Ne? Ja.
Na, also die Taufe ist schon ein sehr interessantes Thema. Und man sieht hier ganz deutlich den Zusammenhang zwischen der Taufe auf der einen und der römisch-katholischen Messe auf der anderen Seite. Und man sieht jetzt, glaube ich, oder sollte durch die Besprechung, die wir hier machen, ganz deutlich werden, dass das eine absolut antibiblische Lehre ist, die hier vertreten wird. Und sicher, wenn man eben versteht, dass der Priester mit den Worten hoc est corpus enim meum Jesus Christus in dem Brot neu schafft, er eben auch durch die Taufe hier die Schöpfung von Gott wegnimmt und in die eigene Schöpfung mit einholt. So, jetzt wollte ich noch einen anderen Punkt eben machen. Ach ja, mit der Eucharistie. Ne? Du sagtest gerade eben, Marius, der Laie, ne? Also der normale Katholik. Ein Laie ist jemand, der nicht im Klerus ist, sondern der halt nur ein gläubiger Katholik ist. Der bekommt mit der Eucharistie zwar das Brot zugeteilt, aber auf der anderen Seite besteht das Abendmahl, wie wir es kennen, die wahre Kommunion, wie sie in der Bibel beschrieben steht, ja aus zwei Teilen, nämlich aus dem Brot auf der einen Seite, das den Leib darstellt, und aus dem Wein andererseits, der das Blut darstellt. Die römisch-katholische Kirche gibt aber in den meisten Fällen und hat durch die Jahrhunderte nur das Brot gegeben und den Wein dem Priester vorbehalten. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr überall, aber an den meisten Stellen doch immer noch so, dass dem Priester der Wein vorbehalten ist und dem Laien nur das Brot. Also selbst da ist die römisch-katholische Kirche unbiblisch in der Hinsicht, dass dem Laien eben nur eins von zwei Teilen zugegeben wird. Ja, und nachdem man nach der Taufe gesündigt hat, ist dann nach deren Auffassung, auch wenn man das Bußsakrament einnimmt, wieder gereinigt. Also ob man dann noch die Kommunion dazu nehmen muss, um vollständig gereinigt zu werden, weiß ich nicht. Ich dachte, dass da die Buße ausreicht. Naja, schau, die römisch-katholische Kirche baut ihr Dogma auf 7 verschiedenen Sakramenten auf. Und all diese Sakramente müssen genommen werden, um Seligkeit innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu erreichen. Alle 7 Sakramente. Taufe und Eucharistie sind nur 2. Es gibt 7. Ich habe jetzt auch keine Lust, die alle aufzuzählen, da drauf zu gehen. Ja. Das kann auch jeder für sich selbst nachschauen. Aber wenn man nicht an allen 7 Sakramenten teilhat, dann ist man nach der römisch-katholischen Kirchenlehre nicht gerettet. Ja. Und man muss sie immer und immer wieder machen. Das ist ja eben das große Problem mit der römisch-katholischen Kirche. Man weiß da nie, wann man errettet ist. Man hat nie Sicherheit. Wobei die Bibel uns ganz deutlich Sicherheit gibt. Nimm Jesus Christus an, bekenne ihn vor den Menschen, bereue deine Sünden, gehe zu ihm für die Vergebung der Sünden, lass dich reinwaschen durch Jesus Christus, lass dich taufen im Wasser und im Geist, werd neu geboren im Geist und im Wasser, und du wirst das Königreich des Gottes sehen. Da hast du die Sicherheit, die du bei der römisch-katholischen Kirche niemals hast. Ein ganz großer Unterschied in diesen beiden Quellen, die so dicht nebeneinander entspringen, aber doch in komplett andere Richtungen laufen, ne? Wie Alexander nochmal angeführt hat. Kommt mir vor wie bei meinem Auto vor der Waschanlage. Da nützt nie, also musst du immer vorstellen, hast du die 7 Waschprogramme, das teuerste musst du dann wählen. Ja. Und trotzdem, ja. Und trotzdem, wenn du eine Woche rumgefahren bist, musst du wieder in die Waschstraße, ne? Genau, so ist es. Die Schriftwidrigkeit dieser Lehre springt in die Augen. Ich glaube, den Satz haben wir gerade eben verdeutlicht in unserer Erklärung hier. Hoffe ich doch. So sehen wir denn schon, sag mal hier das Bild verändern eben, sagt fährt der Autor fort, so sehen wir denn schon gleich am Anfange papistische und protestantische Theologie auseinander in entgegengesetzten Strömungen sich bewegen und sich nie wieder zu begegnen. Im Verlauf des schon so oft angeführten Tridentiner Konzils kam die Frage nach der Empfängnis Maria zur Sprache. Na, jetzt mal ein Thema, wo der Max auch ein bisschen mitsprechen kann.
gemäß der ausgesprochenen Lehre von der ununterbrochenen Fortpflanzung der Sünde durch und seit Adam hätten die Väter freilich die sündliche Geburt auch der Maria behaupten müssen. Aber es war zu bedenken, dass seit dem 12. Jahrhundert die Kirche zu der Lehre von der unbefleckten Empfängnis hingeneigt hatte, zufolge welcher die Menschheit der Jungfrau von der Sünde ebenso unberührt sein sollte als die Menschheit des Erlösers. Seitdem waren über diesen Punkt die größten Streitigkeiten innerhalb der Kirche ausgebrochen, da die Franziskaner, ein Bettelorden, mit großer Heftigkeit die unbefleckte Empfängnis behaupteten, die Dominikaner, ebenso ein Bettelorden, die ungefähr beide zur selben Zeit aufgerichtet wurden, sie ebenso entschieden leugneten. Die sorgfältigste Zurückhaltung und Klugheit der Päpste vermochte, dem Ärgernis des Streites nicht zu wehren. Antichrist Sixtus IV. Führte dann zwar das Fest der Empfängnis Maria, die ja doch nur als unbefleckt gedacht ein des Feierns würdiger Gegenstand sein könne, ein, verdammte aber 1483 doch ausdrücklich diejenigen, welche behaupteten, man könne nicht ohne Todsünde lehren. Die heilige Jungfrau sei in Erbsünde empfangen. Das Tridentiner Konzil ließ die Sache ebenso unentschieden und im 17. Jahrhundert fanden die Antichristen Paul V. und Alexander VII., da die heftige Erneuerung des alten Streits in Spanien zu einer Auslassung drängte, sich zu folgender merkwürdigen Erklärung, aber nicht in einer Bulle veranlasst. Ganz wichtig, nicht in einer Bulle, denn eine Bulle wird direkt nach Veröffentlichung Teil des römisch-katholisch-kanonischen Rechts und unveränderbar. Ja, kann man nicht mehr ändern. Deswegen wird es nicht in einer Bulle veranlasst zu sagen, Zitat, die Meinung der Franziskaner habe viel Wahrscheinlichkeit für sich, dürfe darum von den Dominikanern nicht als irrig bezeichnet werden, ein gleiches gelte aber für die Franziskaner im Betreff der von den Dominikanern vertretenen Ansicht. Also wer ein wenig gelehrt ist in Sophistik und Kasuistik, der hat seinen furchtbaren Spaß an einem solchen Satz. Ganz neuerlich ist diese heillose Frage in ein neues Stadium getreten. Der nach Gaeta geflüchtete Papst Pius IX. Hat seine dortige Muße dazu angewendet, die endliche Entscheidung durch eine Bulle auf dem oben bezeichneten kanonischen Wege vorzubereiten. Das ist dann passiert, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, meine lieben Brüder und Schwestern, 1854 kam das römisch-katholische Dogma der unbefleckten Empfängnis der Maria. Das ist, nachdem dieses Buch erschienen war. Sorgfältige Untersuchungen und Gebete zu diesem Zwecke wurden angeordnet. Die Sache kam aber durch Dudinus Erfolge in Rom abermals ins Stocken und es ist zu erwarten, ob es wirklich dem jetzt lebenden Papst vorbehalten ist, die Lästerung römischer Irrlehre durch die Behauptung zu krönen, die Jungfrau Maria sei ebenso wunderbar empfangen als der Erlöser und ihre Menschheit sei gleicherweise sündlos. Der Herr hat ihr Zeit gegeben, dass sie sollte Buße tun für ihre Hurerei und sie tut nicht Buße, sagt Johannes. Offenbarung Kapitel 2, Vers 21. Ja, wir heute in 2020 wissen, dass Antichrist Pio Nono, Papst Pius IX., in 1854 das Dogma der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria römisch-katholisch verankert hat. Wir wissen heute mehr als der Autor zu der Zeit, wo es kurz davor stand, passiert zu sein. Er hat zu der Zeit noch gelebt. Ich weiß nicht, ob er in späteren Werken darauf zurückgekommen ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Buch geschrieben hat, galt das Dogma noch nicht. Heutzutage gilt es. Seit 1854 gilt es. Und dann haben wir noch in den 1950er Jahren, ich meine, das war ziemlich genau 100 Jahre später, muss so 1954 um gewesen sein, von Papst Pius XII. Die leibliche Himmelfahrt der Maria, die auch Dogma geworden ist.
Ja, und warum hatte ich den Maximilian vorhin erwähnt? Weil der Maximilian mit mir zusammen das Buch Eine für alle, alle für eine liest und durch seine Übersetzung sehr viel sich beschäftigt hat mit der Jungfrau Maria. Und deswegen dachte ich, dass er uns vielleicht hier noch mit einem Kommentar beglücken wollte. Hast du da noch einen Kommentar zum Abschluss der Lesung heute, Max, oder enthältst du dich der Stimme? Das wird dann wohl das zweite sein, wenn er überhaupt noch da ist. Dann möchte ich hiermit diese zweite Lesung des heutigen 10. Mai zum Abschluss bringen. Wir haben das 8. Kapitel abgeschlossen, das 9. Kapitel ganz durchgelesen. Und ich glaube, es waren einige Dinge bei, wo einige Leute sagen, von da muss ich mich mal eben am Kopf kratzen, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das muss ich nochmal nachlesen. Das könnt ihr alles gerne machen. Ich gebe euch nur einen einzigen wichtigen Tipp. Messt alles an der Bibel. Seid wie die guten Beröer, die alles, was in dieser Welt waren, an der Bibel gemessen haben. Messt das, was ich heute gesagt habe. Messt das, was James Edgar Wiley in diesem 9. Kapitel und auch in dem 8. davor geschrieben hat, messt es an der Bibel. Und wenn es in den Worten der Bibel standhält, dann behaltet es. Und wenn es nicht an den Worten der Bibel standhält, dann verwerft es. Dazu müsst ihr nur ein Ding ganz sicher tun. Eure Bibel lesen. Und deswegen verbleibe ich mit dem innigen Wunsch, dass Gott euch möge behüten und schützen und segnen. Und wir uns zum nächsten Mal zur 31. Lesung dieses wundervollen Buches von James Edgar Wiley wiedersehen und ihr in der Zwischenzeit bitte eure Bibel lest. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.